Wellenreiten mitten in München. In Bayern ist man anscheinend auch hierbei oben auf. Am Sonntag trafen sich in München Surfer zur dritten Europameisterschaft im Meistern von künstlichen Wellen. Laut Organisatoren ging es hierbei um die weltweit größten künstlichen Wellen. Diese Wellen sollten bis zu 10 Meter breit und 1,5 Meter hoch sein. In diesem Jahr wurde erstmals ein sogenannter Kicker, ein Sprung, integriert in die Welle, was den Surfern besondere Ritte und Tricks erlaubte. Das Preisgeld wurde mit 10.000 Euro angegeben. Es gab Wettkämpfe in 4 Kategorien.